ich bin Sandra von Beach Inspector und diesmal befinde ich mich für euch am Playa del Finisterro. Das heißt zwar übersetzt Aschenbecherstrand, aber dieser Strand hat mit einem Aschenbecher überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was vielleicht ein wenig daran erinnern könnte, wäre der graue, heiße Sand. Deswegen empfehlen wir euch, bringt unbedingt eure Flipflops mit, damit ihr euch die Füße nicht verbrennt. Ansonsten ist dieser 1,5 Kilometer lange Sandstrand vor allem für Familien geeignet, denn hier gibt es Sonnenliegen und die Kleinen können sich auf dem Wasserspielplatz so richtig austoben. Der Großteil des Strandes wird von einer Strandpromenade begleitet, an der sich viele Hotels und Apartments reihen. Dort findet ihr aber auch Restaurants, Chiringuitos, Bars und Shops. Außerdem ist dieser Strand barrierefrei und weiter hinten am Strand, wo die Strandpromenade aufhört, wird der Strand naturbelassener und dort findet ihr weniger Gebäude.